regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Trabant, in der westlichen Welt viel belächelt. Doch im Jahre 1970 blieb den Miesmachern das Lachen im Halse stecken, als zwei Trabis bei der Rallye Monte Carlo einen doppelten Klassensieg errangen. In der Klasse bis 850 Kubikzentimeter ließen die beiden Zwickauer Zweitakter die Konkurrenz hinter sich. Im August-Horch-Museum wurde mit einer Veranstaltung an diesen Erfolg erinnert. Der Ort für diese Veranstaltung hätte nicht besser gewählt werden können. Der Veranstaltungssaal des August-Horch-Museums ist ein geschichtsträchtiger Ort im Hinblick auf die Produktion des Trabis. Es war die Hochzeitshalle. Na, hier hat der Trabant seinen Motor bekommen. Und da heißt das immer so, hier wurde das verschmolzen, also geheiratet zwischen Karosse und Motor. Die Motoren wurden von Chemnitz angeliefert und die Karosserie kam aus dem Werk 3, wurden hier aufs Band gesetzt und bekamen hier an diesem Bereich, genau wo wir jetzt hier uns befinden, den Motor dazu und waren damit verheiratet und also auf Deutsch gesagt fast vorbereitet. Zu der Veranstaltung vergangenen Freitag im Horch-Museum sprachen auch die beiden Herren mit TV Westsachsen, die 1970 in den beiden Trabis saßen und mit ihrem sogenannten Aufschrieb die Fahrer dirigierten, die beiden Co-Piloten Jochen Müller und Helmut Pieler. Mit ihrem Zahlenwerk in der Hand dürften sie noch vor den Fahrern gewusst haben, dass ihre gefahrene Zeit locker gereicht hat. Es sieht so aus, dass wir ja unterwegs als Co's Zeit mitrechnen müssen. Das heißt, es gibt eine Zeitvorgabe für die einzelnen Etappen und so weiter. Ich muss sofort Bescheid wissen. Im Grunde genommen haben wir schon ungefähr aussagen können, wo wir oder ob wir platziert sind oder ob wir wegen Zeitüberschreitung rausgefallen sind. Die Grundaussage konnten wir dann schon tun, ja. Ja, mit Überfahren der Ziellinie ist es praktisch so gewesen, dass wir wussten, wir sind in Wertung angekommen. Das ist das Wichtige. Das war das Grund. Ohne Co-Pilot wären die Fahrer aufgeschmissen. Das ist heute nicht anders als damals. Trotzdem gab es natürlich kollegiale Sticheleien. Die Trabis wären ja viel schneller gewesen, wenn nicht die Co-Piloten so schwer wären. Manche nannten ihren Co mit einem Augenzwinkern auch Sandsack. Ja, nee, das war eine Auslegung von uns Zweien. Im Grunde genommen ist es so, ich meine, der Fahrer alleine kann er nicht fahren, weil die Streckenführung ja von Co-Pilot mit abhängig ist, zu sagen, hier musst du links abbiegen und dort musst du rechts abbiegen. Und pass auf, hier verkommt angenommen eine Unfallschwerpunkt, hier musst du mal ein bisschen langsamer machen. Und solche Hinweise gab es schon. Oder wenn die Streckenaufzeichnungen, die vorhanden waren, die wir im Vorfeld gemacht haben, zu sagen, gerade auf Sprintstrecken, wie der Streckenverlauf ist, das ist wichtig gewesen. Also ganz unnütz waren wir nicht. Ja, nee, das war mehr eine wie soll ich sagen, eine lustige Sache, dass man sich geärgert hat unter Kollegen. So, ne? Ja. Und nochmal als Ergänzung, was er gesagt hat, wir haben in einer Art, was auch heute üblich ist, eine Art Kurzschrift, wo das Bordbuch praktisch entsteht beim Streckenabfahren. Zum Teil vielleicht mal auch trainieren, wo man doch mal gewisse Strecken schneller fahren kann, um die Kurvenradien einzuschätzen, um zu sagen, hier musst du in Gang runterschalten oder so weiter. Die heutigen Rallyes, wie man sie jetzt geboten bekommt, da ist das noch viel, viel wichtiger. Aufgrund des riesigen Leistungsüberschusses mussten die noch besser Bescheid wissen. Da wird noch mehr Wert drauf gelegt. Bei uns war ja der Charakter dieser Rallye-Veranstaltung nicht bloß die Monte, auch andere, lange Strecken durchzuhalten. Das heißt, die Physis der Leute wurde mehr gefragt wie heute. Man musste, es gab kein GPS, man musste die Strecke auf der Karte heraussuchen, wenn es mal frei wegging. Es gab wohl mal eine Umleitung. Wir hatten zum Beispiel irgendwo mal einen Erdrutsch, Straße war weg. Dann warst du verpflichtet, die nächste Zeitkontrolle anzufahren und dann wieder neu einzusetzen. Das heißt, man musste sofort Bescheid wissen, wo ist man, um auf der Karte sofort einsetzen zu können. Und die Zeit natürlich eine große Rolle auch. Wir haben alle einen Chronometer umhängen gehabt, ordentliches Chronometer.
um die Zeiten genau zu haben. Der Rallye-Experte Alfred Gorny, der den Abend im August-Horch-Museum moderierte, erinnert sich heute noch daran, wie er versucht hat, 1970 an Filmberichte aus Monte Carlo zu kommen. Eine Zeit, in der Videos noch Mangelware waren. Da ich ja Wessi bin von Haus aus, habe ich natürlich versucht, irgendwo im Fernsehen ein paar Bilder von der Rallye Monte Carlo zu finden. Ob das geklappt hat in der Sportschau, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit hat es im Westfernsehen kein Bild vom Trabi gegeben. Nicht etwa, weil die Trabis im Westfernsehen nicht gezeigt werden durften. Die beiden Zwickauer Filzer hatte schlicht niemand auf dem Schirm. Immerhin wurden die Helden mit der Kraft der zwei Kerzen in ihrer Heimat für den Sieg gefeiert. Und heute würden sie noch einmal auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, wenn ein Co-Pilot ausfällt? Naja. Also ich würde es auch nicht mehr so sehen. Wir sind immerhin ein gewisses Alter. Ich würde mal so sagen, das, was man jetzt auch so im Fernsehen mitbekommt, die haben enorme Geschwindigkeiten drauf, man muss sich neu orientieren für diese Überleistungsgegebenheiten. Das ist ein neues Bild, das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Nein, muss man hineinwachsen. Ja, genauso hineinwachsen, ja, richtig. Ja. Heute müssen die beiden auch niemandem mehr etwas beweisen. Das haben sie bereits vor 50 Jahren getan, mit dem legendären Doppelsieg der Trabis in Monte Carlo.